Als Abdul Muttalib auf einer Handelsreise war, begleiteten ihn drei angesehene Männer aus Quraysh. Sie trafen einen Mönch, der fragte, woher seid ihr? Sie antworteten, aus Arabien, aus Mekka. Der Mönch sagte, unter euch wird ein Prophet des Endes der Zeit hervorgehen. Sein Name wird Muhammad sein. Die Männer sind zu ihren Häusern zurückgekehrt, wo ihre Frauen schwanger waren. Jede Frau gebar einen Sohn und nannte ihn Muhammad. Diese drei waren die einzigen, die Muhammad vor dem Propheten nannten, denn sie hatten diesen Namen gestohlen. Als der Prophet Muhammad geboren wurde, umarmte ihn sein Großvater und sagte, ich nenne ihn Muhammad. Dann fragten ihn die Quraysh, warum wurde er Muhammad genannt? Dieser Name ist uns unbekannt. Er sagte, ich habe ihn Muhammad genannt, damit ihn die Bewohner der Erde und des Himmels loben. Es ist als ob Allah ihm diese Antwort eingeflößt hätte.